In diesem Tutorial geht es um WPF-Container. Container dienen dazu, UI-Steuerelemente wie Buttons oder Labels zu positionieren. Für verschiedene Aufgaben existieren diverse Container. Sie können ineinander verschachtelt werden, da sie selbst UI-Steuerelemente sind. Hier zeige ich euch die Verwendung des Stack-Panels, dem Grid, dem Dock-Panel, Canvas, Raw-Panel und dem Uniform-Grid. Den richtigen Container zu kennen ist wichtig. Unter anderem kannst du dir durch die integrierten Layout-Funktionen viel Arbeit sparen und nicht zuletzt die Usability und den Look deiner Software optimieren. Alle folgenden Container unterstützen die Eigenschaften Margin und Padding. Margin gibt den Abstand an, welchen das Steuerelement nach außen zu seinen anderen Steuerelementen haben soll. Padding gibt den Abstand an, den das Steuerelement zu seinen Kindelementen haben soll. Daneben kannst du noch die horizontale und vertikale Ausrichtung der Kindelemente bestimmen, das Alignment, sowie die Höhe und Breite des Containers. Beginnen wir mit dem Stack-Panel, dem wohl einfachsten Container in seiner Verwendung. Das Stack-Panel stapelt UI-Steuerelemente übereinander und wir können eine Flow-Direction angeben. Diese ist standardmäßig Left-to-Right, sie kann aber auch auf Right-to-Left gesetzt werden. Hier sehen wir jetzt, wie drei Checkboxen automatisch fein säuberlich übereinander gestapelt werden und direkt darunter ein Button. Es kann aber, wie gesagt, jedes Steuerelement vom Typ UI-Element darin positioniert werden. In meinem Tetris-Tutorial könnt ihr euch die Verwendung nochmal ansehen. Dort stapeln wir zwei Labels, welche die Punkte und die eliminierten Zeilen anzeigen. Kommen wir nun zum Grid, welches auch in meinem Tetris-Tutorial verwendet wird. Er entspricht am ehesten das, was man als Tabelle kennt. Wir geben Row-Definitions und Column-Definitions an, um sowohl die Anzahl und Aussehen der Spalten sowie Zeilen zu bestimmen. Innerhalb der Definitions könnt ihr Werte für die jeweilige Breite der Spalte und Höhe der Zeile vorgeben. Dem folgen die Steuerelemente, welche über sogenannte Attached Properties positioniert werden, namentlich Grid Row und Grid Column. Das Dock-Panel ist etwas freier in seiner Verwendung. Hier setzen wir UI-Steuerelemente direkt in das Dock-Panel und können diese dann die Eigenschaft Dock-Panel-Dock zuweisen, mit der wir ihre Position bestimmen. Eine interessante Eigenschaft des Dock-Panels ist die Option Last Child Filled auf True zu setzen. Dieses letzte UI-Element füllt dann den verbleibenden leeren Platz innerhalb des Dock-Panels aus. Hier seht ihr diverse Buttons, die ich positioniert habe. Wie ihr seht, werden sie defaultmäßig auf links gesetzt, können aber auch oben, unten, links oder rechts positioniert werden. Eine gute Verwendung für das Dock-Panel ist zum Beispiel, wenn ihr eine Menüleiste oben positionieren wollt und unten eine Statusleiste. Ich denke, dies geht mit keinem anderen Container eleganter. Der Canvas-Container ist eine freie Zeichenfläche, auf der ihr UI-Elemente pixelgenau positionieren könnt. Diese Elemente positioniert ihr, indem ihr ihnen die Eigenschaft Canvas Left und Canvas Top zuweist, hier jeweils 100 Pixel von der oberen und linken Kante entfernt. Allerdings solltet ihr auch, wenn es funktioniert, den Canvas-Container nicht für die Positionierung von Steuerelementen missbrauchen, sondern ausschließlich zum Erstellen von Vektorgrafiken. Denn so frei ihr bei der Positionierung seid, so unflexibel ist die Positionierung zur Laufzeit. Das Wrap-Panel ist dem Stack-Panel sehr ähnlich, stapelt die Elemente nicht, sondern ordnet sie horizontal an. Zeilenumbrüche werden vom Wrap-Panel, wie der Name schon sagt, automatisch vollzogen. Hier seht ihr einige Checkboxen, die umgebrochen werden, sobald ich das Fenster verkleinere. Kommen wir nun zum Uniform Grid, meinem persönlichen Lieblingscontainer. Dieser stellt alle in ihm enthaltenen UI-Steuerelemente in gleicher Größe dar. Ihm könnt ihr über Rows und Columns die Anzahl der Zeilen und Spalten angeben oder nicht. Dann ist die Aufteilung der Spalten und Zeilen automatisch. Wenn ihr die Anzahl der Zeilen und Spalten angibt, aber mehr UI-Elemente in Uniform Grid positioniert als Zeilen vorhanden sind, werden diese nicht mehr angezeigt. Dieses Clipping-Verhalten könnt ihr bei den anderen Containern auch beobachten. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Überblick gefallen und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Solltest du noch Fragen haben oder Wünsche haben, schreibe diesen einen Kommentar. Ich helfe gerne weiter.